Für die meisten Prüflinge ist die mündliche Prüfung eine ungewöhnliche Situation, mit der sie häufig das erste Mal im Leben konfrontiert werden. In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, die dir dabei helfen sollen, dich besser auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Mein Name ist Andreas Michel. Ich bin Inhaber des Prüferverlags und Autor vieler verschiedener Bücher und Skripte. Seit 2006 bin ich Prüfer bei der Handelskammer in Hamburg. Außerdem bereite ich ebenfalls seit 2006 angehende Fachwirte und Meister bei vielen norddeutschen Instituten auf die mündliche Prüfung vor. Das Thema des heutigen Videos ist 5 wertvolle Tipps vom Prüfer für deine mündliche Prüfung zum Industriemeister. Diese Tipps stammen aus meiner langjährigen Erfahrung als Prüfer und als Dozent in der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Beginnen wir mit dem Tipp Nummer 1: Deine individuelle Strategie festlegen. Ich empfehle dir unbedingt im Vorfeld, eine eigene Strategie zur Bearbeitung der Prüfungsaufgabe festzulegen. Inhalte dieser Strategie sind zum Beispiel folgende Punkte. Wie sieht es mit deinem Zeitmanagement für die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe aus? Hast du dir wenigstens einen groben Ablauf festgelegt? In welcher Reihenfolge wirst du deine Präsentationsmedien erstellen? Welche Farben und Formen wirst du auswählen? Welche Punkte sollen auf deiner Agenda? Wie strukturierst du die Karten an der Metaplanwand? Kommen wir nun zu Tipp Nummer 2: Agenda erstellen. Erstelle in jedem Fall eine Agenda. Eine Agenda ist ein wichtiger Bestandteil, der zu jeder guten Präsentation gehört. In der Regel kannst du dazu das Flipchart verwenden. Der erste Punkt deiner Agenda sollte deine persönliche Vorstellung bzw. die Beschreibung der Situationsaufgabe sein. Der letzte Punkt der Agenda ist im Idealfall dein persönliches Fazit. Denke auf jeden Fall daran, eine Agenda wertet deine Präsentation erheblich auf und unterstreicht deine Medienkompetenz. Nun kommt Tipp Nummer 3, dein Zeitmanagement. Ein gutes Zeitmanagement gehört zur professionellen Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Überlege dir schon vorher, wie viel Zeit du jeweils für die einzelnen Phasen deiner Vorbereitung und auch deiner Präsentation verwenden möchtest. Nutze dazu deine Uhr oder noch besser einen Reisewecker. Setze diesen bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgabe und bei deiner Präsentation ein. Ich persönlich habe schon oft beobachtet, dass viele Teilnehmer bei der Vorbereitung und auch in der Prüfung eine Uhr verwenden. Nach deren eigenen Aussagen gab ihnen dies mehr Sicherheit bzw. ein besseres Zeitgefühl. Probiere doch einfach mal aus, ob du mit diesem Tipp dein Zeitmanagement verbessern kannst. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn dir das Video gefällt, dann gib uns bitte einen Daumen nach oben. Du kannst natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren, so verpasst du keine neuen Videos mehr. Du würdest uns auch sehr helfen, wenn du anderen Prüflingen diesen Kanal weiterempfehlst. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn du das Video kommentierst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Weiter geht es mit Tipp Nummer 4, den Beurteilungskriterien. Mache dir in jedem Fall vorher Gedanken, nach welchen Kriterien du von den Prüfern beurteilt wirst. Deine Leistungen in Präsentation und Fachgespräch werden übrigens getrennt voneinander beurteilt. Ich empfehle dir, dazu unseren Beurteilungsbogen zu verwenden. Den Link dazu findest du übrigens in der Videobeschreibung. Beachte die einzelnen Punkte bereits bei der Vorbereitung auf deine mündliche Prüfung. Drucke dir diesen Bogen aus und lasse dich bereits bei deinen Übungspräsentationen von deinem Publikum anhand der einzelnen Kriterien beurteilen. Kommen wir nun zum letzten Tipp. Beende deine Präsentation immer mit einem persönlichen Fazit. Fasse kurz zusammen, welche weiteren Schritte aus der gestellten Aufgabe heraus aus deiner Sicht als kommende Führungskraft nun folgen sollten. Verweise vielleicht auch auf mögliche Chancen und Risiken, wenn das Thema das hergeben sollte. Bedanke dich nun für die Aufmerksamkeit und schließe damit deine Präsentation ab.
Falls noch Zeit übrig sein sollte, kannst du vorher noch einmal kurz die Agenda zusammenfassen. Deine Präsentation ist damit beendet. Nun folgt das Fachgespräch. Viele weitere Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf Präsentation und Fachgespräch findest du auch auf unserer Seite fachwirt-präsentation.de/industriemeister. Zum Abschluss möchte ich dich gerne noch auf unsere Bücher und unsere Seminare aufmerksam machen. In meinem Buch Leitfaden für die mündliche Prüfung findest du eine detaillierte Anleitung für die Gestaltung deiner Präsentation und außerdem wertvolle Hinweise zur Vorbereitung auf das Fachgespräch. Neben dem Buch erhältst du einen Link zu weiteren Online-Inhalten, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Im Buch und im Online-Bereich findest du viele Prüfungsaufgaben zum Üben. Zu jeder dieser Aufgaben erhältst du eine Musterlösung sowie Hinweise zu möglichen Fragen im Fachgespräch. Das Buch enthält außerdem weitere wertvolle Tipps und Hinweise aus meinen Erfahrungen als Prüfer und als Dozent. Den Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. In unserem Online-Seminar Kompakt beantworten wir deine wichtigsten Fragen rund um die Themen Präsentation und Fachgespräch. Bei diesem Seminar erhältst du eine 1:1-Betreuung, das heißt, wir gehen nur auf deine konkreten Fragen und Wünsche ein. Termine sind kurzfristig, auch am Wochenende möglich. Den Link zum Seminar und zu weiteren Infos findest du in der Videobeschreibung. Im Großraum Hamburg bieten wir auch Präsenzseminare an. Hier ist es möglich, anhand von Prüfungsaufgaben die mündliche Prüfung realistisch zu simulieren. Dabei hast du die Möglichkeit, insgesamt zweimal zu präsentieren. Nach jeder Präsentation bekommst du ein Feedback von einem erfahrenen Prüfer. Auch hier sind Termine am Wochenende möglich. Den Link zu diesem Seminar findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Nun würden mich auch eure Meinungen oder eure Fragen zu diesem Thema interessieren. Schreibt mir bitte gern etwas in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Andreas Michel.